Hasso Hoffmeister, ich stelle gerade hier die deutschen Gesichter im America's Cup vor. Nach Martin Fischer und Mirko Groschner bist du jetzt unser Held, aber relativ frisch dazugekommen. Ich weiß, du hast beim America's Cup in Valencia schon eine Rolle gespielt, aber erzähl doch mal, was du jetzt eigentlich machst beim America's Cup. Ja, also damals in Valencia war ich ja noch in einem deutschen Teammitglied als Mit-Rig-Designer. Und bei diesem Cup beim 36. bin ich von zwei ehemaligen deutschen Teammitgliedern, die jetzt bei Team New Zealand sind, gefragt worden, ob ich beim sogenannten Rules Committee gerne mitarbeiten möchte. Jetzt fällt mir gerade irgendwie ein Mast hier. Das ist doch dieser Mast, der gebrochen ist in Valencia, ne? Nein. Nein, Quatsch. Die Deutschen haben den Mast der Italiener umgefahren. Ne? Warst du nicht mit? So ist richtig. War auch nicht so schlimm, weil sonst. Der Rudi hat gehalten. Oh ja, im Grunde war der einfach so stark, eigentlich völlig überdimensioniert, weil er die Italiener abgesemmelt hat. Ja, genau, so ist es. Nein, aber das ist ja tatsächlich, guck mal, ist schon ein paar Jahre her. Und dein Know-how stammt aber durchaus. Du arbeitest beim germanischen Lloyd? DNVGL. Heißt das? Seit 5 Jahren sind wir fusioniert mit der ehemaligen norwegischen Konkurrenz, mit Detmarsken Veritas, und heißen jetzt DNVGL. Ja. Und da machst du aber tatsächlich viel Mast, oder du checkst, ob Masten halten, oder wie? Hat man sich vorgestellt. Ja, ich bin bei Masten und Rigs involviert, aber auch bei der Zertifizierung von Rennjachten beispielsweise. Ich bin involviert in einem technischen Panel für World Sailing, wo über die Verluste von Kielen beispielsweise beraten wird. Also da bin ich auch irgendwie mit als Experte mal konsultiert worden, und das ist ganz spannend, ja. Also dein Spezialgebiet ist so die Festigkeitsberechnung, sagt man das so? Genau, das ist so Strukturberechnung, strukturelle Integrität, das ist so Mechanik, Materialien, moderne Materialien, das ist so mein Thema. Und das Know-how befähigt dich im Grunde auch, um deine aktuelle Position beim America's Cup einzunehmen? Ja, vielleicht nicht nur die technische Kompetenz, sondern vielleicht auch die Eigenschaft, dass ich generell seit vielen Jahren, seitdem ich bei der Firma arbeite, viel mit Regeln und Standards zu tun habe und die nicht nur ausführe, sondern auch welche schreibe oder mitschreibe oder verfasse. Also wir haben Standards für Carbon-Rigs und Carbon-Rigging geschrieben, die recht anerkannt sind und auch heute gerne genommen werden. Und dieses Regelschreiben und das Leben mit diesen Regeln, glaube ich, ist vielleicht die stärkere Disziplin, die da einen vielleicht dazu prädestiniert, so ein Mitglied eines Rules-Komitees zu sein, neben der Technik, ja. Dann bist du quasi Streitschlichter in diesem Bereich. So ist das ja im Grunde aufgehängt, dass es eben nicht bei Regatten tatsächlich dann der Punkt ist, warum ein Team disqualifiziert wird, sondern es im Vorfeld schlichten. Wie hat man sich das vorzustellen? Du saßt am Schreibtisch und plötzlich kommt irgendwie: Hallo, hier ist Mr. America's Cup. Lieber Herr Hoffmeister, wollen Sie nicht bei uns arbeiten? Aber wie funktioniert sowas? Du meinst bei der Rekrutierung Ja. sozusagen? Ja, da kann ich dir nicht genau sagen, wie das abgelaufen ist, aber ja, im Prinzip ist das mit dem Anruf passiert, ja, genau. Das heißt, du, um die Aufgabe, beschreib doch mal deine Aufgabe, die du jetzt da quasi innehast. Also, wir sind ein Komitee, was aus 3 Leuten besteht. Dem Amerikaner Stan Honey, der ja auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist. Dann Ist ja ist. nicht dieses ganze Tracking mit Lifeline und so. Richtig, das ist seine Firma, der hat die Grafik aufs Wasser gebracht, sozusagen, im Fernsehen. Und der dritte ist im Bunde ist Carlos de Beltran, ein Spanier, der bereits beim letzten Cup als Vermesser tätig war und seit jeher als technischer Direktor bei World Sailing gearbeitet hat. Das heißt, da sitzen 3 Leute und jemand, sag ich mal, von den, wir haben ja nun 4 America's Cup Teams, guck mal, wie viele Menschen sind ja teilweise deutlich mehr als 100 in den Teams irgendwie involviert. Ganz viele machen sich Gedanken über Regeln und wie man die auch umgeht oder interpretiert, und dann haben sie irgendwelche Ideen und fragen dich dann, und das Gremium, ist das erlaubt?
Ja, in etwa so kann man sagen, dass das Unique, also das Einzigartige daran ist, dass die Regeln geschrieben worden sind vom Challenger und dem Defender, als es diese Boote noch gar nicht gab. Das heißt, das ist auch schon, sage ich mal, eine Kunst, solche Regeln so divers zu spezifizieren, dass, dass nachher was Vernünftiges auch bei rauskommt. Dabei ist ein 70-seitiges technisches Standardwerk rausgekommen, das nennt sich Class Rules, das kennt jeder Regattasegler eigentlich. Ne? Und ich persönlich finde, dass 70 Seiten eigentlich für so ein komplexes System wie America's Cup gar nicht so viel sind. Und notgedrungenerweise kommen dann von den Teams manchmal Fragen auf, wie ist das und das zu verstehen, und die stellen dann konkrete Fragen an uns. Bestes Beispiel ist, oder berühmtes Beispiel, und zumindest in Seglerkreisen, ist ja eigentlich der Cup in San Francisco, wo die Neuseeländer, sag ich mal, das Foilen erfunden haben. Das ist ja auch eigentlich, war so nicht gedacht, ne? Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber im Prinzip noch davor, ein paar Jahre, haben die Neuseeländer die sogenannten Hula erfunden, Hull Appendage, ja. Quasi so ein separates Unterwasserteil. Was dann regelkonform sein musste oder in das Regelwerk reingezwängt werden musste. Das sind immer so Klassiker-Anfragen, die man im Nachhinein sagt, man, die Neuseeländer, sagen wir jetzt San Francisco, sind eigentlich zu früh rausgegangen. Dann konnte nämlich Oracle das ja auch einen Foiler draus machen. Ne? Mhm. Das heißt, du hast relativ, du hast sehr viel Insider-Knowledge jetzt und ist alles sehr, sehr geheim. Ne? Du darfst über gar nicht viele Sachen reden, oder du darfst mit mir jetzt eigentlich auch nicht reden. Ne? Genau, ich darf mit dir gar nicht reden, aber man kann doch schon allgemein sagen, dass wir schon eine Anzahl von Interpretationsanfragen haben. Die sind nicht unbedingt immer, sag ich mal, so groundbreaking wie das, was du gerade erwähnt hast, sondern manchmal ist es auch nur über ein Verständnis eines Regelparagraphen, der nicht ganz klar ist, und darüber wird dann befunden. Und das, die Neuigkeit an dieser Prozedur ist, dass das keine privaten Interpretationen sind. Das heißt also, das ist nicht eine Interpretation, die nur zwischen dem Team, der es fragt, und dem Komitee abgeht, also quasi eine Privatinterpretation, sondern diese Frage wird quasi anonymisiert und unter allen vier Teams verteilt. So, das heißt, alle Teams bekommen diese Frage, die der Fragende stellt, zur Verfügung. Und nicht nur das. Sie dürfen auch darauf antworten, dem Rules-Komitee gegenüber. Das heißt, wir sammeln dann im Rückschluss, sammeln wir die Antworten der Teams und können uns dann zusammen mit diesem Feedback zusammen eine Interpretation daraus generieren. Stelle ich mir irgendwie mega spannend vor. Ne? Ich meine, so, du siehst ja, hast ja sonst auch den Cup verfolgt, sag ich mal, eher von aus, klar, im Team dann drin, aber jetzt bist du quasi mittendrin in den Köpfen der vielleicht schlauesten Menschen im Segelsport ohnehin. Und ja, empfindest du das auch so als einen Höhepunkt deines beruflichen Schaffens auch? Oder, ich meine, du sagst, das machst du eigentlich als Hobby, ne? Ja, es ist schon natürlich ein Höhepunkt, hier mit sein zu dürfen in so einem Gremium. Das ist schon eine enorme Anerkennung auch, denke ich. Und ich versuche das gut auszufüllen. Und generell hat, glaube ich, die Funktion dieses Regelkomitees bisher, soweit ich das gehört habe, ein ganz gutes Feedback gekriegt, weil sie auch diese Prozedur dafür sorgt, dass offener mit Anfragen umgegangen wird und dass auch diese Anfragen eine gewisse Zeit brauchen mit Input von vielen Leuten, bevor es eine Antwort gibt. Und das war in der Vergangenheit nicht so. Und so ist, sag ich mal, die Fairness und die Regelkonformität eigentlich für mein Empfinden besser gewährleistet. Du bist vielleicht einer von drei Menschen auf dieser Welt, dann die vielleicht das beste Gefühl dafür haben, wie eng denn Cup werden kann? Oder darfst du dazu auch gar nicht sagen? Nee, das kann ich, glaube ich, nicht. Dazu kenne ich die Boote auch nicht gut genug. Weil du Rig-Spezialist oder voll und... Nö, ich kenne sie nicht besser als alle, die vorm Internet oder vorm Fernseher sitzen, weil dieses Regelkomitee, in dem ich Mitglied bin, extra angelegt ist, dafür remote zu arbeiten. Das heißt also, wir arbeiten alle drei von zu Hause. Das heißt also,
Die Unabhängigkeit soll dadurch gewährleistet sein, dass wir ein wenig Abstand zu der Sache haben, sage ich mal, so vorsichtig. Das ist ja spannend gemacht, oder? Man macht ja irgendwie Sinn. Und, ja, ich wollte auf einen anderen Teil noch zu springen. Du bist ja auch eine echte Größe in der deutschen Segelszene und inzwischen, ja, dein neues, na, Spielfeld, kann man das sagen? Du hast irgendwie das Shorthand-Segeln für dich entdeckt. Ja, genau. Ich habe dann endlich mit Mitte 50 mal... Kommst du dann, Alter? Ja, genau. Im Prinzip eine neue Segeldisziplin entdeckt. Nachdem ich jahrelang 15er Jollenkreuzer gesegelt bin, ist mir irgendwann ein Artikel aus einer großen deutschen Seglerzeitung untergekommen, bei der über das Silver Rudder berichtet worden ist. Und das hat mich gleich gefangen. Und dann habe ich meinen Jollenkreuzer so weit fit gemacht, dass der das auch einmal rund Fünen schafft. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, das hat mir gefallen, aber das war das falsche Boot. Und habe mir daraufhin 2 Jahre später ein Class Mini-Boot zugelegt. Bist du schon 4-mal, 5-mal Silver Rudder? Ja, 4-mal, ja. Und ist das jetzt, also das heißt das, so alle Welt hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber ziemlich viele Menschen wollen jetzt auch mit so einem kleinen Boot wieder über den Atlantik in was war denn jetzt, war das gerade? In 2 Jahren, ne? 1,5 Jahren quasi. Bist du auch auf so einem Trip? Nee. Nee, ich habe mir das mal überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mit dem Boot und alleine das nicht machen möchte. Und im Moment ist vielleicht das Involvement in der America's Cup Geschichte auch eine gute Ausrede, dafür keine Zeit zu haben. Gut, also sehr spannende Geschichte, wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht steckst du ja noch mal ein paar Geheimnisse, wer jetzt denn kurz davor ist, sag ich mal, seinen Foil abzubrechen oder sowas. Nein, vielen Dank und ja, viel Spaß bei denen. Ja, danke.